sind heute draußen Mukbang-mäßig. Ich drehe mich mal zu euch. Weil es ist gutes Wetter, ich habe Mittagspause und ich dachte, wir verbringen die einfach mäßig zusammen. Ich sitze gerade irgendwo random an der Goethe-Uni. Und ich habe mir noch einen vietnamesischen Eiskaffee, einen etwas großen. Danach kann ich safe nicht heute Nacht schlafen, aber ich muss sowieso einige Sachen machen, deswegen ist es in Ordnung. Das ist übrigens meine Point of View. Ihr seid ihr. Ich nehme immer extra viel Soße. Mit extra so viel Soße besser schmeckt. Das ist so eine lauwarme Nudelbowl mit frischen Kräutern, Fleisch, viel Erdnüsse, viel Röstzwiebeln, ihr kennt's. Itadakimasu. Ich mach's erst weiter. Was ist euer Zeichen, euer Essen mit nach draußen zu nehmen und draußen zu essen? Ich werde das einfach zu krass. Ich weiß nicht, von wo auf einmal dieser Sonnenschein kommt. But we love. We actually love. Das finde ich, ist eins der besten Sommergerichte, die man draußen essen kann. Weil es muss nicht heiß serviert werden. Schmeckt auch noch so nach einer anderen Stunde immer noch gut. Heißt, ihr habt Zeit, euch irgendwo hinzusetzen, was zu essen, einen guten Platz zu finden. Das ist so das Sommeressen. Am besten noch mit Sommerrollen dazu. Dieser erste Tag im Jahr, wo man draußen chillen kann und keine Jacke anhat, ist so der beste. Aber es ist immer noch dieser Tag, wo man nicht so weiß, soll ich meine Jacke mitnehmen, soll ich meine Jacke nicht mitnehmen. Das ist so ein Zwischending. Ich habe immer noch die gleiche Jacke dabei, die ich sonst immer anhabe, wenn es quasi kalt ist, obwohl es jetzt warm ist. Aber irgendwie, ich vertraue dem Wetter nicht. Auch wenn ich im Wetterbericht sehe, dass das Wetter warm ist, ich vertraue deutschem Wetter nicht. Deswegen nimmt man trotzdem immer seine Jacke mit. Habe ich heute überhaupt Hallo gesagt? Friends, Mittwoch 16 Uhr, willkommen zu meinem Mukbang-Mittwoch. Und das ist dein Zeichen, dein Essen mit nach draußen zu nehmen und das draußen zu essen, um das Wetter zu genießen. Oder geht einfach raus. Aber schaut das Video zu Ende. Und dann geht raus. Wenn es geil ist, oder wenn es passt, je nachdem, Audio, Licht, was, keine Ahnung, können wir trotzdem etwas draußen essen gehen, weil ich glaube, draußen essen ist ein bisschen entspannt. Und dann verschiedene Restaurants ausprobieren und sowas. Das glaube ich auch ganz geil. Was ich meine, könnten wir eigentlich auch machen als Mukbang. Und dann halt irgendwo uns hinsetzen und essen. In meinem Kopf spielt gerade die ganze Zeit dieser Sound hier ab. Wahrscheinlich ist ja nicht Copyright, deswegen kann ich nicht ablaufen lassen. Ununterbrochen höre ich die Four Town Boys in meinem Kopf. Richtig Ohrwurm davon. Irgendwie bringt Disney und Pixar momentan so krasse Songs raus, meiner Meinung nach, als zu den Filmen. Ich habe schon immer Disney-Songs geliebt. So ist es nicht. Also für alle, die das nicht wissen, mein Musikgeschmack ist keine weird. Ich liebe so alte Musik, Disney-Musik. Anime-Intros. Und ja, Disney-Musik ist auch ein der so Top-Tier bei mir, was ich richtig gerne und oft höre.
Anyway, jetzt bist du leiser. Liebe ich ja Disney-Songs. Momentan bringen die so krasse Songs raus. Wird immer besser. Ich kenne ja dieses Don't Talk About Bruno, auch Album des Grauens. Aber jetzt dieses neue Songs. I love it. Weil die haben es einfach so schlau gemacht. Die haben einfach so Best of All Boy Band Worlds zusammen kombiniert. Also man nehme ein bisschen was von K-Pop. Ich glaube, es war deren Inspiration. 2PM und Big Bang. Mixed mit NSYNC und Backstreet Boys mit den Outfits und so. Ja, Instant Ohrwurm, es geht nicht anders. Ultimate Boyband Vibes. Richtig oben davon. Anyway, das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Ja, ich hab Fleisch gegessen. Ich gehe jetzt spazieren. Weiß nicht. Aber Ding ist zu klein. Ich kann nicht sehen, ob ich irgendwas zwischen den Zähnen habe. Falls ja, tut's mir leid. Anyway, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Sagt mir, ob ihr es cool findet und wir draußen essen. Und ja, wir sehen uns am Sonntag wieder. Übrigens, ich habe die Jacke natürlich nicht geschafft. Deswegen dieses Video. Aber Sonntag. We will see.